Normalität. Ich bin zum ersten Mal bei dir im Fahrerlager. Ich bin daheim und wir kennen uns inzwischen schon. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? 7. 7 Jahre? So jung und mit so einem Schuss fahren, hast du manchmal Angst? Müssen deine Eltern, glaubst du, Angst haben um dich? Nein. Nicht? Fährst du sicher oder fährst du gut, gell? Mhm. Wie lange fährst du schon jetzt? Ein Jahr? Zwei Jahre? Zwei Jahre. Das ist zweite Saison quasi schon. Mhm. Den Oberrakitsch bist du auch mitgefahren, bei deinem Heimatclub quasi. Mhm. Heimrennen bei deinen eigenen Fans, da wurdest du aber zu viel, glaube ich. Gell? Da hast du zu viel Ehrgeiz gehabt, hast du die zweimal eingetragen, habe ich gesehen. Aber von Speed her warst du vorhin dabei. Und wer schrauft bei dem Buggy? Du selber oder mein Papa. Der Papa. Nein, da ist dein. Macht er das freiwillig Yoga? Ja. Macht er aber gern. Ja. Was sind so deine Ziele für die Zukunft? Willst du mal mit einem großen Buggy fahren, wenn du mal älter bist? Oder? Ja. Sagst du, nein, solange ich jung bin, tobe ich mich aus und dann... Ich will mit einem größeren fahren. Wohl. Und wenn du einmal auswachst aus deinem Buggy, was nehmen wir dann? Einen größeren Buggy. Ja, einen größeren Buggy. Den stellen wir dann bei den Eberhardt hin und dann machen wir einen größeren Buggy. Einen richtig schnellen, starken. Aber der ist ja schon stark. Wie viel Kubik hat sowas? 150, 160? Mhm. Wie viel Kubik hat das Ding, der Motor? 160? 160 habe ich gerade gehört. Sag mal, du hast ja die erste Klasse Schuhe jetzt schon hinter dir. Gell? Wie sind denn da deine Schulkollegen so? Sind das Fans von dir oder freuen sie denn für dich? Was sagen die? Glaubt keiner das, dass sie einen Autocrosser in einer Reihe haben, ja, oder? Wie oft tust du da trainieren oder fährst du nur die Rennen? Trainieren. Nur trainieren? Und trainieren, alles beide. Und körperlich, Fitness, tust du auch ein bisschen was? Mhm. Dass du fit bleibst und sehr viel Arbeit, das ist ja harte Arbeit. Da reinkradeln, Gas geben, Bremsen überall. Im Kopf muss man fit sein, viel mitdenken muss man beim Fahren. Gell? Hast du Angst auch manchmal beim Fahren? Nein. Nicht? Wieso nicht? So hart. Echt? Bist du der Draufgänger, gell? Mhm. Auch wieder? Mhm. Der Papa hat dein Bar gebaut, ist ja Marke Eigenbau. Mhm. Hat der Papa da Hilfe gehabt? Ja. Echt? Wer hat denn da geholfen? Der Matthias. Der Matthias? Ich habe gehört, der hat beim Motor ganz viel gemacht, gell? Dass der Buggy so richtig gut pfeilschnell Viere schießt. Ja, aber das muss ja finanziert auch werden. Hast du als junger Fahrer schon Sponsoren? Weil ich da nämlich gerade ob Ruli lese, Transporte. Ist das dein Sponsor? Da arbeitet die Mama, glaube ich, gell, hat sie gesagt. Und der Papa? Der Papa arbeitet beim Puntigam. Da wirst du auch gesponsert von dem. Mhm. Das heißt, die volle Unterstützung. Für 100% Spaß. Wenn du in der Schule schlimm bist, schimpft da die Mama mit dir? Nein. Nicht? Echt nicht? Wenn du in der Schule schlimm bist, schimpfst du gar nicht? Wo ein bisschen. Ein bisschen strenge Hand braucht man schon, gell?